Für rund 9 Stunden war die Autobahn 7 zwischen Hannover-Schmünden, Hedemünden und dem Dreieck Drammetal am Montagabend gegen 18.30 Uhr komplett gesperrt. Grund hierfür war ein Auffahrunfall. Der am Unfall beteiligte LKW wurde herumgeschleudert, krachte in die Leitplanke und kam dann entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Anhänger und Zugmaschine hatten sich verkeilt und mussten auseinandergeschnitten werden. Hierbei wurden mehrere tausend Liter Tanks, gefüllt mit Lacken und Paraffinöl, von der Ladefläche geschleudert. Bei Paraffin handelt es sich um ein Mittel, welches in der Kosmetik, aber auch zur Herstellung von Kerzen verwendet wird. Die Lackfarben werden in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Durch Aufbringen des Lacks auf Getränkepackungen und Pizzakartons wird ein Abscheuern der Farbe verhindert. Umweltschäden sind nicht zu befürchten. Die Tanks wurden durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt und das Öl verteilte sich über alle Fahrspuren. Einige der Tanks wurden in ein angrenzendes Feld geschleudert. Das THW musste mit Kettensägen zunächst eine Hecke entfernen, um die Tanks überhaupt bergen zu können. Aufgrund der Vollsperrung kam es zu kilometerlangen Staus. Die im Stauende befindlichen Verkehrsteilnehmer wurden entgegengesetzt der Fahrbahn nach Hedemünden abgeleitet. Die Aufräumarbeiten waren Dienstag früh gegen 3.30 Uhr beendet und die Autobahn konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.